Vor der russischen Botschaft in Berlin heute Mittag, kurz nach der Meldung vom Tod Alexei Nawalnys, versammeln sich spontan Menschen, die schockiert sind von der Nachricht aus Russland. Zunächst sind es Exilrussen, später schließen sich dem Protest gegen Putin auch Deutsche an. Trauer und Wut in Worte gefasst. Ich bin schon geschockt, ehrlicherweise gerade vor der Wahl in Russland. Wahl, wenn man es so nennen darf. Wir haben das gerade besprochen, dass heute für uns ein bisschen die Hoffnung gestorben ist. Also im Moment fühlt es sich so an. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe, aber ich glaube, er war die einzige Hoffnung, die Russland für viele Jahre hat oder hatte. Und wenn er jetzt tot ist, dann wird alles nur noch schlimmer. Stimmen von der Straße am Todestag von Alexei Nawalny und damit herzlich willkommen zu diesem ZDF-Spezial. Trauer, Entsetzen, Wut, Bewunderung, das sind die wohl vorherrschenden Gefühlsregungen bei vielen, die heute vom Tod des berühmten Kreml-Kritikers erfahren haben. Trauer über den Verlust des vielleicht einzigen Mannes, der Wladimir Putin ernsthaft gefährlich werden konnte, aber eben auch ohnmächtige Wut auf eben jenen Machthaber. Und noch ein Gefühl treibt viele Menschen um an diesem dunklen Tag. Es ist riesige Bewunderung für einen, der sein persönliches Wohlergehen auf geradezu übermenschliche Art und Weise hintangestellt hat. Heute ist Alexei Nawalny mit nur 47 Jahren gestorben. Seine Schmerzensschreie schockierten die Welt. Ein Anschlag mit Nervengift. Offenbar sollte Alexei Nawalny schon im August 2020 im Flugzeug sterben. Doch der Pilot rettete ihm mit einer Notlandung in Omsk das Leben. Kanzlerin Merkel erreichte, dass er nach Berlin gebracht und dort behandelt werden konnte. Putins Staatsfeind Nummer 1, der Mann, dessen Namen er nie erwähnte, den er fürchtete und den er verfolgen ließ. Jahrgang 76 und Jurist machte sich Nawalny einen Namen als Korruptionsbekämpfer im Land der Putin-treuen Oligarchen, prangerte Wahlfälschungen, Willkür und Machtmissbrauch an. Zig Millionenfach wurden seine Enthüllungen im Internet aufgerufen und machten ihn zur Zielscheibe staatlicher Verfolgung. Erst recht, als er bei der Präsidentenwahl 2018 gegen Putin antreten wollte. Aber Schikanen, Festnahmen, Gefängnis und ein Überfall mit Farbe konnten ihn nicht stoppen. Dann der Giftanschlag 2020, von dem er sich in Deutschland erholte, jedoch nach 5 Monaten erklärte, ich will nach Hause. Noch am Flughafen in Moskau wurde er verhaftet. Vielleicht der einzige Rivale, den Putin fürchten musste, denn anders als dem blassen Geheimdienstler wurde Nawalny Charisma, Charakter und Charme bescheinigt. Sein letzter Coup, ein Video über eine Milliardenimmobilie des Kreml-Chefs, den er als neuen Sonnenkönig verspottete. Proteste gegen seine Verhaftung wurden brutal niedergeschlagen. Nawalny war der russischen Justizwillkür und Folterhaft ausgeliefert. Schlafentzug, Isolation, Kälte, Demütigung, Zwangsarbeit, Arztbesuche wurden ihm verweigert. Alle Gnadenappelle prallten an Putin ab, der ihn vernichten, aber der ihn nicht brechen konnte. Ja, sprechen wir über Alexei Nawalny und sein Ende mit jemandem, der ihn persönlich sehr gut gekannt hat. Nikolaus Gazeas ist einer seiner deutschen Anwälte und uns nun aus Köln zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Herr Gazeas, gestern noch war Ihr Mandant ja aus seinem Straflager per Video zu einem Gerichtsprozess zugeschaltet, augenscheinlich gut aufgelegt. Hat Sie die Nachricht vom Tod Ihres Mandanten heute überrascht? Die Nachricht hat mich sehr überrascht. Einmal mehr vor dem Hintergrund, Sie haben es eben erwähnt, Alexei Nawalny hat gestern noch an einer Gerichtsverhandlung teilgenommen. Sie alle können sich ein Bild davon machen, in welchem Zustand er gestern noch war. Es war ein Zustand, wie wir ihn kannten. Er war so aufgelegt, dass er den einen oder anderen Witz gemacht hat, auch mit und über den Richter und mitnichten den Eindruck eines Menschen gemacht hat, der so nah dem Tode geweiht ist. Nawalny war ja seit Dezember in einer Strafkolonie in Westsibirien inhaftiert. Unter welchen Bedingungen hat er seine letzten Tage und Wochen nach Ihrer Kenntnis verbracht?
Die Bedingungen, die Haftbedingungen waren unmenschlich. Sie waren nicht nur unwürdig, sondern in jeder Hinsicht unmenschlich und unerträglich. Nur damit Sie einen Eindruck bekommen, Alexei Nawalny hat vor zwei Tagen noch zum 27. Mal eine Isolationshaft verordnet bekommen. Eine solche Isolationshaft bedeutet nicht nur, dass man keinen Besuch empfangen und keine Kommunikation nach außen hat, sondern selbst die Bedingungen in einer Einzelzelle sind derart menschenunwürdig, dass man darin einen gesunden Aufenthalt schlicht nicht haben kann. Man hat nur eine sehr beschränkte Zeit, in der man liegen und schlafen darf. Danach wird das Bett hochgeklappt und man hat noch nicht mal einen Stuhl in der Zelle, auf den man sich setzen kann. Von den Wetterbedingungen ganz zu schweigen, Harp am Polarkreis, wir haben dort aktuell minus 23 Grad. Gehen Sie denn davon aus, dass diese menschenunwürdigen Bedingungen, sprich Schlafentzug, Isolation, unzureichend eine medizinische Hilfe letztlich zu Nawalnys Tod geführt haben? Also diese Umstände werden nach meiner Überzeugung ganz sicher dazu beigetragen haben, dass es Alexei Nawalny nicht besser ging. Und es wird noch zu klären sein, ob diese Umstände am Ende auch kausal waren für seinen Tod. Nawalnys Ehefrau Julia hat ja heute in einer bewegenden Rede in München gesagt, Putin müsse für alle seine Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen werden. Ich frage Sie mal als Anwalt, was könnte ihr einen Funken Hoffnung zumindest geben, dass dieser Wunsch sich zu ihren Lebzeiten noch erfüllt? Ich glaube, da müssen wir realistisch sein. Es gibt aus ganz anderen Bereichen ja nun auch die völlig berechtigte Forderung nach Strafe, nach Bestrafung von Putin im Zusammenhang mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine und den vielen Kriegsverbrechen und Menschlichkeitsverbrechen, die da begangen wurden. Ich würde es als Jurist als eher wahrscheinlich halten, dass er dafür eines Tages vor Gericht sich verantworten muss, nämlich vor einem internationalen Strafgericht, als für den Tod eines Häftlings hier in Russland. Ja, sagt ein sichtlich getroffener Nikolaus Katseas, einer seiner deutschen Anwälte. Danke für das Gespräch und Grüße nach Köln. Gerne. Ja, bleibt die Frage, was bedeutet der Tod Nawalnys für die russische Opposition? Wie viel Schlagkraft hat sie noch, wenn ihre Galionsfigur fehlt? Sein Team, seine Unterstützer wollen die Lebensaufgabe Nawalnys weiterführen, den Potentaten Putin und sein korruptes System immer wieder aufs Neue entlarven. Das allerdings wollten vor Nawalny auch andere schon und mussten ihre Gegnerschaft zum Kreml mit ihrer Freiheit oder sogar mit ihrem Leben bezahlen. Alexei Nawalny mutmaßlich tot. Ilja Jaschin zu 8 Jahren Haft verurteilt. Wladimir Karamursa zu 25 Jahren. Die russische Opposition ist kaltgestellt, nur wenige, die noch im Land und auf freiem Fuß sind. Der Menschenrechtler Aljek Arlov ist einer von ihnen. Heute Morgen muss er sich vor Gericht verteidigen wegen Diskreditierung der russischen Armee. Er hatte das massenhafte Töten von Zivilisten in der Ukraine angeprangert. Kurz nach dem Prozess erreicht ihn die Nachricht, Nawalny ist tot. Das ist ein Verbrechen des Regimes. Das ist ganz offensichtlich. Das ist ein Verbrechen des Regimes, egal wie die Umstände von Alexeis Tod geklärt werden. Dieses Regime hat ihn absichtlich getötet. Das ist Mord. Bewiesen ist nichts, doch die Liste an verdächtigen Todesfällen in Russland ist lang. 2006 wird die Journalistin Anna Politkovskaya ermordet, im gleichen Jahr der Whistleblower Alexander Litwinenko vergiftet. 2015 wird der Oppositionelle Boris Nemtsov erschossen, auf offener Straße mitten in Moskau. Seit Russland Krieg gegen die Ukraine führt, ist es für Regimegegner unmöglich geworden, zu protestieren, überhaupt nur Kritik zu äußern. Einer der wenigen, der sich vorsichtig gegen den Krieg positioniert, ist Boris Nadjestin. Er wollte Putin in der Präsidentschaftswahl herausfordern. Zugelassen wird er nicht. Sie können mich problemlos aus der Wahl entfernen, aber wohin mit den 10 Millionen Menschen, die Veränderung wollen und mit dem Kurs, der derzeit im Land verfolgt wird, nicht einverstanden sind? Sie vertritt nun niemand mehr. Den Unzufriedenen in Putins Reich bleibt nur die Frage, wen trifft es als nächstes?
Nachfragen dazu an unseren Russland-Korrespondenten Armin Körper, der sich gerade in Spanien aufhält. Armin, Nawalny ist ja ein weiteres Opfer in einer immer länger werdenden Reihe inhaftierter oder ermordeter Kreml-Gegner. Welche Folgen hat sein Tod für die Arbeit der russischen Opposition? Der heutige Tag sendet an die russische Opposition natürlich ein Warnsignal. Man muss aber auch ganz klar sagen, diese Opposition gibt es de facto kaum noch. Die Menschen werden verfolgt, eingesperrt oder sie haben das Land gerade rechtzeitig noch verlassen. Die Moskauer Behörden haben heute schon mal vorsorglich bekannt gegeben, dass alle Demonstrationen in den nächsten Tagen nicht genehmigt sind und eben auch hart dagegen vorgegangen wird. Ob das notwendig ist, weiß ich nicht, weil die Menschen wissen ja, welche Strafen ihnen drohen. Ich denke, der heutige Tag sendet aber vor allem ein Signal nach außen, noch mehr als nach innen. Denn es ist kein Zufall, dass das passiert an dem Tag, an dem der ukrainische Präsident Selenskyj Deutschland und Frankreich besucht. Es ist kein Zufall, dass das passiert, während der Westen sich zur Münchner Sicherheitskonferenz trifft. Das heutige Russland reagiert auf die Werte, Verteidigungsstrategien und Pläne des Westens mit einer Bluttat und zeigt, dass es ein Paria-Staat ist und sein will. Ein Warnsignal des Kremls, wie du sagst, denn Mitte März finden ja in Russland Präsidentschaftswahlen statt. Hat denn der Tod Nawalnys die Wirkmacht, den Wahlkampf oder sogar den Wahlausgang zu beeinflussen? Das kann er eigentlich gar nicht, weil auf den Wahlzetteln wird ja kein einziger Oppositionskandidat stehen. Da stehen außer dem Namen von Wladimir Putin noch drei weitere von Kreml-treuen Kandidaten. Es gibt jetzt heute den Aufruf von der Opposition aus dem Ausland, auf die Wahlzettel den Namen Alexei Nawalny dazuzuschreiben und für ihn zu stimmen. Ob Menschen das tun im Angesicht der drohenden Strafen, das weiß ich nicht. Es ist aber ganz deutlich, der Kreml sendet ein Signal. Heute, wenige Wochen vor der Wahl, fühlt man sich seiner Sache sehr sicher. Es kann jetzt passieren, dass die Wahlbeteiligung ein bisschen niedriger ist, als man sich das hinter den Kremlmauern wünscht. Ich denke aber, man ist sich seiner Sache in Russland sehr sicher heute. Ja, das alles 4 Wochen vor der Wahl, die Putin tatsächlich zum 5. Mal zum russischen Staatschef machen könnte. Armin, danke für diese Expertise. Danke nach Spanien. Ja, der bekannteste, stärkste, charismatischste Gegner des Kremls ist tot. Fast fühlt man sich ja ertappt bei dem Gedanken, dass man leider schon länger damit rechnen musste. Denn in Putins Reich sind die Tage seiner Gegner gezählt. Mit Alexei Nawalny ist aber nicht nur ein Dissident gestorben. Er fehlt als Vater, als Ehemann, Freund und als die vielleicht letzte Hoffnung auf Freiheit im Russland des 21. Jahrhunderts. Das war unser ZDF-Spezial. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. We'll be right back.